jetzt müsste es ein bisschen leichter sein. Weil ich habe gerade probiert, es zu heben. Wir waren weit über 400 Kilo. Das merkst du, wenn du unten anziehst. Deswegen gucken wir jetzt mal, was hier passiert. So, wer möchte als erstes? Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Neben mir seht ihr schon ein paar Gentlemen. Da stehen noch ganz viele andere hier außen rum. Wir schwenken gleich oder schwenken jetzt schon mal. Hallo. Ich möchte, dass die Gentlemen sich erstmal vorstellen. Wir machen heute Autokreuzheben. Vielen, vielen Dank an Uwe. Uwe alias Wopper hat mir dieses wunderschöne Autokreuzhebegestell geschweißt, dass wir für sämtliche Wettkämpfe und alle anderen Schandtaten benutzen werden. Aber zuerst, stellt euch mal einzeln vor. Die Gentlemen kommen aus Stuttgart und haben heute ein Interview mit mir aufgenommen und möchten jetzt einfach ein bisschen mitfilmen für ihr Schulprojekt. Aber stellt euch mal vor, woher ihr kommt und... Hallo, ich bin Jonathan, 16 Jahre alt und bin mal sehr gespannt, wie es wird. Ja, ich bin Raphael und ich bin auch gespannt. Ja, ich bin Jonas, bin auch 16 Jahre alt. Und wir haben eben schon ein bisschen die Atlas Stones ausprobiert und das war schon sehr spannend. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier mit dem Auto-Deadlift wird. Wie nochmal da? Und ich bin der Dennis, ich bin auch dabei. Jo, auch Dennis, komme aus Koblenz, 20 Jahre alt. Bin seit 2 Jahren circa Strongman, ist mein Hobby geworden. Angefangen durch normalen Kraftsport im Fitnessstudio. Und durch YouTube-Videos kam ich mehr zum Strongman, durch Stone-Videos, Locklift und fand das cool, wie es aussieht. Hab mal ausprobiert und dann kam es immer mehr. Ja, irgendwann bist du hier und machst ein bisschen Training, ne? Sag den Leuten, die sollen am 18.06. kommen nach Steinmauern auf den Cup, weil du machst da auch mit. Auf jeden Fall. Mach den Juni-Wettkampf in Steinmauern, die Classics von Dennis Kolos organisiert. Müsst ihr hinkommen, angucken. Wir fangen um 13 Uhr an, also 12 Uhr ist der Athletenmeeting. Kommt alle nach Steinmauern, gebt einfach Steinmauern ins Navi ein, 76479. Es geht um 13 Uhr los auf dem Volksfest. Ihr kommt rein ins Dorf, ihr seht es gleich, ist alles für Umme. Eintritt umsonst für eine Show und für alle, gerade die, die aus Rastatt und Umgebung kommen, die immer sagen, du Dennis, wann ist denn endlich mal was bei uns in der Gegend? Jetzt. Ja, Sören, ich habe nun mal mit Training im Gym angefangen und bin dann durch die Videos von Dennis oder hier diesem Dennis zum Strongman-Sport gekommen und war heute hier zum ersten Mal Strongman für den ersten Wettkampf zu trainieren. Wie war's? War ganz gut bis jetzt. Unterarme sind komplett durch, tun weh, noch ein bisschen Harz dran, aber war geil. Sehr gut. Ich bin der Ingo, ich bin Hobbyathlet und bin einfach mal zum Besuch wieder da. Der Ingo ist einer der tüchtigsten Männer, die ich kenne. Und er hat richtig was drauf im Handwerk. Und heute werden wir dein Auto nehmen. Ja. Ein Ford Cougar, den wir rückwärts auf dieses Gestell drauf fahren. Wir fangen an, das Ding jetzt mal aufzubauen. Justin filmt einfach drüber und ich werde einfach so ein bisschen was erklären. Okay? Ja. Okay? So. Oder so. Das war's schon. Wir haben jetzt hier das Kfz auf das Gestell aufgefahren. Könnt ihr da mal mit? Auf die erste Rippe, so nennen wir das. Das heißt, je weiter wir jetzt hier auf den Rippen vorfahren, umso schwerer wird's. Und über dieses Video verteilt werden wir die Athleten ranlassen und einfach mal anheben lassen. Dann werden die Jungs sehen, okay, jetzt wird's schwerer. Wie läuft es so? Wie hebt man? Und die ganzen Geschichten. Deswegen würde ich jetzt den ersten Athleten bitten. Jetzt ist es noch ganz leicht, Gentlemen. Wer möchte? Genau. So weiter. Genau, super. Ja. Mach mal 2, 3 Stück. Mal schön nach hinten ziehen. Ein bisschen nach hinten ziehen. Und nach hinten. Wie war's? Ja, geht schon, aber es ist anstrengend. Ja, schon gut anstrengend. Der dritte im Bunde. Was sagst du? Ja, ist schon ein bisschen was anderes als ein normaler Deadlift, aber es
ganz cool. Viel Spaß. Jetzt ist gut. Du musst noch einen Zug helfen. Jetzt ist gut. Ja, komm schon. Ja, stabil. Denn es geht oder geht nicht? Geht schon, geht schon. Ist aber komisch, muss aufpassen. Du musst ein bisschen weiter vorstellen. Also, ja, je weiter vorne man greift, desto leichter wird es so. Ja. Ja. Hier empfehle ich den Füßen mehr vor. Immer so aus. Wie viel hilft der vor? Jetzt einfach. Ich mal einen Zentimeter. Hüfte, komm. Nee. Da siehst du mal, was eine Rippe aus. Alter. Nee, ist nicht drin. War schwerer. Ja, ja, das ist viel schwerer als davor. Du auch nochmal? Ich probiere es auch noch mal. Einfach aufstehen, Digga. Da ging gar nichts. Ja, doch, die Rippe, die macht's aus. Geht? Geht. Frage, was macht er, wenn wir eine Rippe vorgehen? Mhm. Ja. Jetzt scheiße. Ja. Du brauchst nach hinten ab. Nee, keine Chance. Dennis, das wird schon hart. Aber egal, Dennis. Weil das Auto hat ein schweres Grundgewicht von 2 Tonnen. 2 Tonnen Wasser? Mehr als 2 Tonnen. 2,40, sagt er. 2,40, also Vollklade. Lassen jetzt 2 Tonnen haben. Komm, ich mach mal ran. Ganz dick, Alter. Leider nicht. Leider nicht. Meinst egal, doch nicht keine gemacht. Was meinst du, schafft Dennis eine? Dennis? Ich glaube schon, so ein bisschen. So ein bisschen schon. Aber nur so ein bisschen. Ist ein bisschen stark, so weißt du. Nee. Da schwieg fest damit. Okay. Das ist zu viel, du siehst direkt. Ist das ein Allrad? Ach, geil. We have changed the car. Ja. Da das Autokreuz eben immer so ein russisches Roulette ist, ne? Man weiß nie, okay, wir haben jetzt gerade einen Ford Kuga gehabt mit Allrad, 2 Tonnen, zweite Rippe, war schon ordentlich. Jetzt sind wir gleich mit dem Hyundai hier auf die zweite Rippe gefahren und gucken mal, was da so passiert. Ne? Also jetzt müsste es ein bisschen leichter sein, weil ich habe gerade probiert, es zu heben. Wir waren weit über 400 Kilo. Also das merkst du, wenn du unten anziehst. Deswegen gucken wir jetzt mal, was hier passiert. So, wer möchte als erstes? Ja. Super, einfach. Einer geht noch. Ja, besser. Gut. Super. Ja, hoffentlich. Das wird für euch eine Herausforderung. Ja. Ja. Meinst du, wir kriegen hoch? Ja, hier. Okay. Ich glaube, du kriegst schon heute noch hoch. Mal davor. Genau. Ja, oh, ja, 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 super. Noch ein, komm. Auf! Komm, hey, Hüppel! Schlecht! Komm schon, komm schon, komm! Auf Raps, das ist schon echt stabil.
Da bewegt sich gar nichts. Jetzt ist ein bisschen vor. Oh, ein Feuer! Nee. Ah, keine Chance. Komm, drei. Komm, der geht noch. Weiter. Ja, sehr stark. Boah, stabiler Tag. Das ist gut. Das macht Spaß. Komm jetzt, Junge. Heb jetzt. Heb. Ja. Da ist gar nichts. Also wir testen das jetzt gerade ein bisschen aus. Wir haben jetzt das Auto auf die 2-3 auf die vierte Rippe gestellt. Und jetzt gucken wir mal, also jetzt kommt das Auto immer näher zum Gesäß auch. Deswegen wird das mit Athlet und Auto ein bisschen enger. Aber müsste machbar sein. Es ist ein eigenartiges Heben, weil durch den Hebel, der jetzt immer weiter in die Mitte des Autos kommt, verändert sich immer komplett der Gewichtspunkt, der Schwerpunkt. Es ändert sich auch das Gewicht, was du vom Boden löst. Ja. Und oben wird es dann schlagartig schwerer. Ne? Das sind alles so Unterschiede. Das ist sehr interessant, Autokreuzheben. Dennis, komm, heben mal hoch. Geht schon. Muss ich unbedingt was zeigen. Schaut es euch mal an. Gibt's im Shop, geht ins Hirn. Komm, los! Oh nee. Das Ende, leider. Schade. Aber ist trotzdem gut, macht Spaß. Auf geht's, komm! So ein krass, der ist einfach fest. Der sitzt einfach. Der sitzt fest. Also drei Rippen maximal mit Gewicht da hinten rein. Drei Rippen, wir schweißen ja noch Pins drauf. Und mit den Pins können wir dann vorne noch ein bisschen beschweren. Jetzt fahren wir mal zurück auf drei Rippen, machen wir noch ein paar Wiederholungen. Ja. Um mal zu gucken, wie das sich verhält. So ist gut. So, Pins vorne drauf. Das war schön. Ja, war schon ein bisschen schwer. So viel. Hast du weit nach hinten gezogen. Zieh langsam an und kontrollier den Lift. Geh mehr hoch. Und hoch. Komm. Hoch. Hoch. Oh, nee, Digga. So, liebe Sportsfreunde, das war jetzt das Antesten des Autokreuzhebegestell mit hohem Besuch, einmal von Dennis und von den Jungs. Und die Tradition, wie es verlangt, die Gäste verabschieden die Videos. Echt sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir auch hier dabei sein durften, eben mit dem Auto-Deadlift jetzt. Also ich hätte gerne das eine auf dem zweiten Rippchen, das hätte ich jetzt schon gerne geschafft. Das hat mir auch ein bisschen geärgert, dass das da nicht hochgegangen ist. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal probiere ich es nochmal. Klockert, live, alles. Ja, also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da und kommentiert für den Algorithmus.